Küstrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Diese Folge wird gesponsert vom Kreuzfahrt-Newsportal Cruisify.de und von Meravando.de, wo Sie die CO2-Kompensation zu Ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung. Mensch, Franz, das war heute eine schwere Geburt, gell? Wir haben uns gerade abgemüht. Ich habe mein Laptop abgedatet. Technik kann manchmal echt kompliziert sein. Ich habe das neue Betriebssystem auf mein Apple Notebook bekommen und Catalina heißt das. Und das verträgt sich irgendwie noch nicht so richtig mit unserem Aufnahmeprogramm, mit dem wir das Audio aufnehmen. Und es muss sich im Internet suchen, wie wir das Problem gelöst haben. Ich habe es tatsächlich gelöst. Ich bin richtig stolz auf mich. Jetzt sind wir da, jetzt können wir aufzeichnen, jetzt ist alles gut und was wir heute machen, ist eine ganz besondere Folge, wie ich finde, denn es ist ein ganz besonderes Schiff, nämlich nicht irgendein Schiff, das wir heute besprechen wollen, sondern die Europa. Ein wunderschönes Schiff, eins der schönsten der Welt, behaupte ich jetzt mal. Und du warst, würde ich dir zustimmen. Ja, du warst auf dem Schiff jetzt mal wieder drauf und das hatte auch seinen guten Grund, dass du auf diesem Schiff warst. Ja, ich war ja leider nur so ein paar Stunden drauf. Ja. Also das sehr komprimiert, sehr kurz, aber selbst das, ich habe ja vor einer Weile schon mal eine längere Reise auf der Europa gemacht und man kommt dann auf so ein Schiff, auf dem man sich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt hat, zurück und es fühlt sich fast so ein bisschen an wie zu Hause. Ja? Also es fühlt sich alles so vertraut an. Das ist schon ganz spannend und das ist natürlich ein relativ kleines Schiff, 400 Passagiere. Da erinnerst du dich auch noch, naja, fast an jede Ecke, weil es ist ganz viel renoviert worden. Es schaut vieles ganz anders aus. Aber es wirkt einfach vertraut. Und das mag ich eigentlich generell gerne, wenn ich auf ein Schiff komme, das ich vielleicht schon kenne, was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat und wo man sich so ein bisschen zu Hause fühlt. Das ist einfach schön. Es gibt ja auch die Europa 2. Die Europa ist sozusagen das Vorgängerschiff. Du kennst beide Schiffe. Ja, Vorgänger nicht unbedingt. Das ist halt, es ist deutlich älter. Es feiert jetzt 20. Geburtstag, 1999 in Dienst gestellt. Ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Vorgänger ist. Also die Europa 2 ist jetzt nicht unbedingt eine Fortentwicklung von der Europa oder sowas. Es ist einfach ein zweites Schiff. Ich wollte gerade fragen, welches Schiff, du warst ja auf beiden drauf, welches Schiff gefällt dir denn besser? Also wenn ich dir jetzt eine zweiwöchige Reise schenken würde, auf welches Schiff würdest du gehen? Das sind ja beide von Hapag-Lloyd. Das ist eine echt harte Frage. Ich glaube, so bin ich halt. Also das ist natürlich sehr, sehr persönliche Geschmackssache. Ich glaube, ich würde eher auf die Europa gehen. Die passt jetzt eher zu meinem persönlichen Geschmack. Wobei die Renovierung, die jetzt stattgefunden hat, übrigens die laut Reederei die umfangreichste, größte in der Geschichte des Schiffs, also sehr, sehr umfangreiche, aufwendige Renovierung, hat das Schiff schon auch so ein bisschen verändert und mehr Richtung Europa 2 hin entwickelt. Aber sie ist jetzt auf keinen Fall eine Kopie von der Europa 2 geworden, überhaupt nicht, sondern sie hat schon so ihren, ja, sie hat so ein bisschen das Wort altmodisches, das klingt so negativ, es ist es nicht. Es ist ein traditionelles Schiff. Traditionell vielleicht so ein bisschen, wobei durch das neue Design, was sie bekommen hat, es hat immer noch diesen etwas traditionellen Touch, aber sie ist sehr viel moderner, sehr viel frischer geworden. Also sie kombiniert eigentlich so ein bisschen dieses Moderne mit dem etwas gemütlicheren. Ja, ich finde einfach das richtige Wort nicht dafür. Altmodisch ist völlig falsch. Traditionell, ja, modern und traditionell gleichzeitig. Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. 20 Jahre ist das Schiff jetzt unterwegs. Man muss mal, bevor wir das Schiff näher besprechen, muss man ja auch eins fairerweise sagen, es ist kein Billigheimer, dieses Schiff. Also es ist richtig teuer, wenn man auf das Schiff gehen möchte. Ich glaube, die Europa und die Europa 2 sind bei Douglas Ward die zwei einzigen Schiffe, die mit 5 Sterne plus bewertet sind. Also es sind, ich würde jetzt mal nicht vielleicht die zwei luxuriösen, aber die gehören zu den 3, 4, 5 luxuriösesten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Das ohne Zweifel und das natürlich auch preislich. Insofern muss man sich die Europa auch leisten können. Wobei, wenn man ein bisschen Glück hat, kriegt man das Schiff auch mal für 250 Euro schon die Nacht. Da zahle ich bei der anderen Suite bei TUI oder AIDA zahle ich mehr. Also wenn man eine günstige Kabine auf einer günstigen Reise erwischt, kann man schon auch auf der Europa halbwegs preiswert fahren. Wobei preiswert eben bei der Europa schon bedeutet mindestens 250 Euro die Nacht. Durchschnitt eher 700, 800 Euro die Nacht. Das natürlich immer vorausgeschickt und daran hängt auch sehr viel Qualität. Wobei wir haben ja auch in der letzten Folge schon über ein nach eigenem Anspruch 6-Sterne-Schiff, die Scenic Eclipse, gesprochen. Und wenn man das so
bisschen vergleicht, obwohl es jetzt von der Art her schwer zu vergleichen ist, merkt man natürlich bei Hapag-Lloyd schon, dass da sehr, sehr viel und sehr viele Jahre Erfahrung dahinter stehen im Luxussegment. Und sowas wie ein Service ist bei Hapag-Lloyd einfach absolut überlegen. Da ist absolut perfekt und da kommen andere nur ganz, ganz mühselig und schwer, wenn überhaupt, dran. Also es ist seinen Preis auch wert. Als du das erste Mal gehört hast, dass das Schiff renoviert werden soll, hast du damals gedacht, oh cool, dass es renoviert wird? Oder hast du damals gedacht, oh, hoffentlich verändern sie das Schiff nicht zu stark und modernisieren es nicht zu stark, sonst verliert das Schiff seine Seele? Also es ging, sagen wir so, es ging ja nicht nur darum, dass das Schiff einfach renoviert und modernisiert wird, sondern Hapag-Lloyd sagt, und das deckt sich ja mit dem, was andere Luxusreedereien und was man am Luxusmarkt generell sieht, der ganze Luxusmarkt verändert sich gerade sehr stark. Noch vor ein paar Jahren hatten wir eine sehr deutliche Unterscheidung zwischen der Europa und der Europa 2. Ne? Die Europa 2 war so dieses topmoderne Schiff für junge im Beruf oder jüngere im Beruf höchst erfolgreiche Menschen, die auch relativ kurze Reisen, zwei Wochen vielleicht maximal, vielleicht auch mit Familie auf so ein Luxusschiff gehen. Also vom Design her sehr modern, sehr, sehr hell, sehr auf Individualität ausgerichtet. Und die Europa war eigentlich so der Gegenpol dazu, ne? Das Schiff für den steinreichen Industriellen, der weiß ich nicht, sein Goldring, seine Rolex-Uhr, die Frauen ihre dicken Perlenketten, Diamantringe mal so richtig schön standesgerecht ausführen wollten. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber das waren so die Extreme zwischen der Europa und der Europa 2 eigentlich. Die Europa auch vom Innendesign her sehr dunkel, sehr traditionell, sehr, sehr lederlastig, gemütlich, all das. Und bei der Ankündigung war dann ja klar, der Luxusmarkt verändert sich. Entsprechend muss sich auch eine Europa verändern und deutlich moderner werden. Und das klang fast so ein bisschen, als würde die Europa dann so der Europa 2 sehr, sehr stark angenähert. Und da, ich weiß nicht, ich habe wieder gedacht, oh Gott, oder hoffentlich nicht so sehr. Meine Sorge war eigentlich mehr, wie weit würden sie gehen? Also wie sehr wird die Europa der Europa 2 ähnlich? Und ich finde, es ist sehr, sehr gut gelungen. Sie ist überhaupt nicht, also man kann sie mit Europa 2 optisch nur sehr, sehr begrenzt vergleichen. Sie hat absolut ihren Charakter behalten. Sie ist immer noch ein eher etwas traditionelleres Schiff, ist aber schon an vielen Stellen sehr viel heller geworden im Design. Und dann hast du halt ganz viele Details, also ja, Details, gar keine Details. Im Restaurant zum Beispiel sind sehr, sehr, sehr viel mehr kleinere Tische. Also früher war auf der Europa 2 einfach große, sehr vorwiegend große Achtertische, wo du einfach ja mit anderen Passagieren zusammen am Tisch gegessen hast. Du hattest deine Tischgenossen, du hattest deinen festen Platz, du hattest also auch die ganze Reise lang dieselben Tischgenossen, die du natürlich, wenn du partout mit Leuten nicht klargekommen bist, konntest du auch mal einen Tisch wechseln. Aber grundsätzlich war das eher so dieses große Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftstisch. Und jetzt gibt es 265 Plätze hat das Restaurant und davon sind 100 Plätze, also 50 Tische sind Zweiertische, wo du also wirklich als Paar sitzen kannst und eben nichts mit den anderen zu tun haben musst, wenn du das nicht möchtest. Also das sind so relativ deutliche, wenn auch unauffällige Veränderungen, die da stattgefunden haben, woran man diesen Wandel, diesen Trend, diese Trendwende auch im Luxusbereich einfach sieht. Hapag-Lloyd sagt da immer, ein Wandel vom Haben zum Sein, also ein weniger ein Zeigen, was man hat, sondern mehr ein Erleben, ein in dem Moment leben, alles genießen, was man gerade macht. Das ist so eine veränderte Grundeinstellung eigentlich beim Passagier. Also weniger Äußerlichkeiten, mehr individuelles Erleben, Individualität. Da komme ich bin jetzt fast schon in diesem Marketinggeschwafel drin, ne? Aber es ist schwierig, anders auszudrücken. Es kommen dann so Sachen dazu, wie das Atelier zum Beispiel vor, da war eine Art Bildergalerie, gab während Reisen manchmal auch Malkurse oder solche Sachen, wo man in diesem Atelier dann in dieser Galerie am Ende diese Bilder ausgestellt hat und sowas. Der Raum ist umgewandelt worden in einen Raum für Yoga, Pilates, also so,
früher hätte man abfällig gesagt, so Selbstfindungskurse. Ne? Also sehr viel mehr Wert wird da eben gelegt, so auf Wellbeing, wie das so schön modern heißt, Wohlfühlgeschichten, eben sowas wie Yoga, Pilates, was es in der Richtung alles gibt. Das sind an ganz vielen Stellen, merkt man das, dass sich in die Richtung einfach viel verändert. Ne? Was ja auch immer wichtig ist oder was der Vorteil ist, wenn man auf ein neueres Schiff geht, da ist ja die Technik in der Kabine auf dem neuesten Stand. Das heißt, die Passagiere kommen ja oft mit Laptops, mit Handys, mit einem iPad oder sonstigem Tablet, Computer und das will ja alles geladen werden. Bei älteren Schiffen hat man dann oft das Problem, naja, es gibt eine Steckdose, wenn man Glück hat, zwei und das war's. Hat man da auch ein bisschen Arbeit und Zeit investiert in die Kabinen? Ja, natürlich. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Kabine gesehen bei dem Ship Visit, dafür war es zu kurz, aber ich habe es mir erzählen, sagen lassen. Also einer der Beispiele, die tatsächlich die Gabi Haupt, die Produktmanagerin für das Produkt, für das Schiff als Beispiel genannt hatte, sie haben Kapselkaffeemaschinen in die Suiten, sind alles Suiten. Kapselkaffeemaschinen, übrigens mit biologisch abbaubaren Kapseln, nicht mit Alu, haben sie auch deutlich betont, finde ich gut. So eine Kaffeekapselmaschine, die braucht natürlich auch, wie du sagst, einen Stromanschluss. Und tatsächlich ist auf so einem älteren Schiff, gibt es nicht viele Stromanschlüsse. Das heißt, es ist nicht getan, da eine Kapselkaffeemaschine hinzustellen oder einzustecken, sondern sie haben wirklich dafür zusätzliche Stromkabel verlegen müssen. Also eine ganz schön aufwendige Geschichte dafür, dass man eigentlich nur eine Kaffeemaschine hinstellen wollte. Also ja, es sind neue Stromkabel zusätzliche verlegt worden. Entsprechend wird es auch mehr Steckdosen geben. Aber wie gesagt, genau habe ich die Kabine nicht gesehen. Insofern kann ich dir jetzt nicht sagen, es sind so und so viele. Aber das muss man auch sagen, das ist bei so einem Schiff in der Luxuskategorie, ist es natürlich zwingend, dass bei solchen Renovierungen solche Dinge dann auch gemacht werden. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Auf so einem Luxusschiff wollen die Leute ja auch irgendwie unterhalten werden. Was bietet dieses Schiff eigentlich? Also jetzt außer dem fantastischen Essen. Also ich gucke mir jetzt gerade noch die Fotos, die du auf deiner Webseite hast. Das ist ja wirklich... aber was gibt es da an Unterhaltungsprogrammen? Also ganz ehrlich, fürs Entertainment, ja? Es gibt natürlich ein Bordtheater. Ja. Zum Entertainment kann ich dir wenig sagen. Weil es natürlich kein Entertainment gab in der Zeit, auf der du auf dem Schiff warst. Ich war, glaube ich, 4 Stunden an Bord. Ja, ich bin um 10 oder 10:30 an Bord gegangen und ich glaube, um 3 mussten wir wieder vom Bord, weil das Schiff um 4 abgelegt hat. Also da habe ich von Entertainment nichts gesehen, nichts mitgekriegt. Auch das soll sich verändern, soll moderner sein. Aber da kann ich dir jetzt aus erster Hand nichts sagen und aus zweiter Hand Pressemitteilung runterlesen. Ja, möchte ich dazu nee, jetzt auch nicht. Aber was es da muss ich bei Gelegenheit mal wieder mitfahren. Ja, was es aber bestimmt gibt, ist ein Spa und Massagen und was weiß ich. Ja, klar. Also das Fitnessstudio, all die Dinge mit moderner Ausstattung, das ist sowieso selbstverständlich auf einem Schiff. Und vermutlich Fitnessstudio dann modernisiert mit neuesten Maschinen. Die waren schon immer sehr modern. Also man muss ja sagen, beim Schiff in der Kategorie, das geht alle 2 Jahre in die Werft. Ne? Das ist alle 2 Jahre für 2 Wochen in die Werft, wird renoviert, verändert. Was auch dieses Mal 2 Wochen in der Werft? War es auch dieses? Ja. Ja. Weil ja, vorhin sagt, das ist die größte oder umfangreichste Renovierung gewesen? Ja, Werft ist immer eine Frage der Planung. Ne? Das ist, und wie viele Leute dann tatsächlich da arbeiten. Ja, ne? Genau, also man kann in 2 Wochen in der Werft kann man unglaublich viel machen, wenn man es entsprechend plant, langfristig eben sicherstellt, dass just in time alle Materialien, alles da sind. Sie haben die Zahlen auch so ein bisschen genannt, 60 verschiedene Fremdfirmen sind da in der Werft am Arbeiten gewesen, über 850 Arbeiter, die ja 2 Wochen zugange sind. Das muss man halt denken, das Schiff hat 400 Passagiere, knapp 290 Crewmitglieder. Das heißt, da waren mehr Arbeiter an Bord als sonst Crew und Passagiere zusammen. Das ist schon eine Riesenaktion und du musst ja die ganzen Arbeiten koordinieren. Ne? Da darf ja kein Arbeiter dem anderen im Weg rumstehen oder gerade mal eine Glasscheibe quer in den Gang stellen und 3 Stunden da abstellen, während die anderen an der Stelle dann nicht durchkommen. Es muss auch in der richtigen Reihenfolge gearbeitet werden, dass wenn der eine, weiß nicht, fällt mir kein Beispiel ein, einer, der den Boden wieder plan machen muss, der muss natürlich kommen, bevor der Teppich draufgelegt wird. Also das ist eine riesige logistische Aufgabe, auch sowas hinzukriegen. Aber das kann man machen und Werften, gerade wie jetzt Blom und Voss in Hamburg, die ja sehr viel Erfahrung mit Renovierung von Schiffen haben, die haben die Logistik auch ganz gut im Griff und dann kann man das in 2 Wochen machen. Witzigerweise sind übrigens die Passagiere für die Geburtstagsfahrt, die also direkt nach dem Werftaufenthalt losgegangen sind, tatsächlich in der Werft noch an Bord gegangen. Die sind also am Abend
wie das Schiff noch im Trockendock lag, sind die schon an Bord gegangen. Und in der Früh um 5 ist das Schiff dann aus der Werft rausgefahren und ans Cruise-Terminal rübergefahren in Hamburg. War für die Passagiere sicher auch ein spannendes Erlebnis, mal in der Werft an Bord zu gehen. Okay. Und dann gibt es ja auch richtig Neuigkeiten an Bord, neue Restaurants, zum Beispiel Pearls. Genau, fangen wir mit dem einen an. Klingt fürchterlich dekadent, ist nämlich ein Kaviar-Restaurant. Das ist also klingt Pearls, wirklich dekadent. Pearls bezieht sich eben auf die kleinen Kügelchen. Mhm. Und ist ein Restaurant, wo du ein 7-gängiges Kaviar-Menü kriegst mit 7 verschiedenen Arten von Kaviar. Und bei Hapag-Lloyd sind solche Restaurants, also alle Restaurants an Bord inklusive, nur wenn du extra viel Kaviar haben willst, dann kannst du den noch extra kaufen, aber so das normale 7-gängige Menü ist da schon inklusive. Wir haben 2 Gänge probiert und ja, was soll ich sagen, es ist natürlich umwerfend lecker, das ist, also wenn man Kaviar mag, ne? Aber dort gibt es natürlich auch jetzt nicht den Kaviar aus dem Supermarkt für weiß nicht, 20 € die Dosis, sondern ist halt ja, beste Qualität. Richtig fein, muss man sagen. Bin kein Riesen-Kaviar-Fan, aber da esse ich den sehr gerne, weil er einfach lecker ist. Sieht auch lecker aus auf den Fotos. Du hättest mir ruhig mal ein Tellerchen mitnehmen können. Ja, und ein Tellerchen, weißt du, wie viel Geld du da rausträgst, wenn du da ein Tellerchen davon mitnimmst. Da bist du manchmal mit einem Löffelchen schon so mit 10 € dabei. Ne? Ja. Das ist schon Kaviar, guter Kaviar ist schon was richtig knackig Teures, leider. Das Spannende ist, dass das Pearls Restaurant ist eingebaut worden an einer Stelle, wo vorher so ein Fitnessraum war, wobei der vorher auf der Europa nie wirklich genutzt worden ist. Also der ist hinten auf, was ist das, glaube ich, Deck 7? Ich muss gerade kurz mal nachgucken, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Genau, auf Deck 7 hinten am Heck war das ein Kurs- und Seminarraum, eben so ein Sportkursraum, der wirklich mangels Bedarf bei dem früheren Publikum der Europa im Wesentlichen als Lagerraum benutzt wurde. Der wurde gar nicht als Fitnessraum benutzt. War aber eigentlich eine wunderschöne Lage da hinten raus. Hatte auch nach hinten raus eine bodentiefe, deckenhohe Verglasung. Also ein sehr hübscher Platz an Bord, der kaum genutzt worden ist. Jetzt haben sie dafür mit dem Pearls wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Nutzungsmöglichkeit gefunden. Insofern auch da so die einzige vielleicht etwas seltsame Stelle auf dem Schiff jetzt auch eine gute Lösung dafür gefunden. Ich zähle gerade Sitzplätze zusammen, 24 Sitzplätze an den Tischen sowie 26 überdachte Sitzplätze auf der Terrasse, also rund 50 Sitzplätze. Genau. Ich kann mir vorstellen, da prügeln sich die Passagiere drum, da mal sitzen zu dürfen, prügeln, oder? Prügeln passt jetzt zu dem Publikum nicht unbedingt. aber naja gut, du hast 50 Plätze, du hast 400 Passagiere, also pro Reise kommt jeder auf jeden Fall einmal dran. Das ist auch garantiert quasi in dem Sinne, also du hast zumindest grundsätzlich mal das Recht, einmal in den Restaurants zu reservieren und wenn natürlich mehr Gelegenheit da ist, kannst du auch öfter hingehen, wenn du das möchtest, das gerade auf längeren Reisen, sagen wir, du hast eine 14-Tage-Reise, 400 Passagiere, 50 Leute, das sind dann alle 8 Tage, sind alle mal dran gewesen, da hast du schon auch die Chance, nochmal zweimal dahin essen zu gehen. Okay. Wobei jetzt meine erste Wahl für zweimal wohin zu gehen wäre das andere neue Restaurant. Das The Globe by Kevin Fehling. Ja. Bei Kevin Fehling. Achso, das hat mit Fehling gar nichts zu tun. Der heißt Kevin Fehling. Der Kevin Fehling heißt wirklich Kevin Fehling und ist einer der wenigen deutschen 3-Sterne-Köche. Der hat in Hamburg The Table, ein sehr, 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 ja, logischerweise als 3-Sterne-Lokal, sehr, sehr berühmtes Lokal. Schon seit einigen Jahren hat er die 3 Sterne und hat auf der Europa, früher war er auf der Europa auch ein quasi Sterne-Restaurant. Schiffsrestaurants haben ja keine Sterne, aber von der Qualität her ganz sicher war das Dieter Müller, der an Bord von der Europa, glaube ich, 10 Jahre lang sein eigenes Restaurant hatte, auch 80 Tage im Jahr selber an Bord war und gekocht hat. Und Kevin Fehling hat also jetzt dieses Restaurant von Dieter Müller übernommen und natürlich sein eigenes Konzept übergestülpt. Man kann schon sagen, es ist einfach eine Verlängerung von seinem Hamburger The Table, das er jetzt auf die Europa bringt. Er ist selber 20 Tage an Bord im Jahr, hat aber bei The Table einen zweiten Sous-Chef eingestellt und einer von den beiden Sous-Chefs von seinem Restaurant an Land ist dann, wenn er nicht da ist, immer an Bord von der Europa. Also es ist
dasselbe Niveau, dasselbe Level wie wirklich sein Drei-Sterne-Lokal an Land, auch wenn er formell natürlich in dem Restaurant auf dem Schiff die Drei-Sterne nicht reklamieren darf, aber die Qualität ist so. Und das ist, finde ich, schon verdammt cool, wenn du auf einem Kreuzfahrtschiff ein Drei-Sterne-Restaurant hast. Also ein Restaurant in Drei-Sterne-Qualität, formulieren wir es juristisch korrekt. Hast du da auch was gefuttert? Ja, also wir haben in diesem Restaurant gegessen, wobei wir haben 5 Gänge gekriegt und 3 davon waren eben von The Globe und die anderen 2 waren von Pearls, also von dem Kaviar-Restaurant. Und ja, was soll ich sagen? Da muss man, glaube ich, gar nicht groß drüber reden. Es ist umwerfend lecker. Und es ist umwerfend lecker. Ich kann es jetzt nicht vergleichen mit The Table, weil ich dort noch nie die Gelegenheit hatte zu essen. Aber es sind, ja, das sind so Klischees, das sind so Geschmacksexplosionen im Mund. Das ist wirklich, Essen, Gerichte auf diesem Niveau sind einfach absolut beeindruckend lecker, weil du nicht nur einen Löffel hast, den steckst im Mund, der schmeckt nach irgendwas, du schluckst runter und es ist wieder weg, sondern da entwickeln sich Aromen im Mund. Du hast wirklich so einen Durchgang. Das schmeckt am Anfang, dann entwickelt sich was Neues, das hat im Abgang nochmal eine ganz andere Note und spielt alles wunderbar zusammen. Das sind unbeschreiblich feine Gerichte, die du da hast. Witzigerweise ist ja sowohl das, und es gibt ja noch das Venezia, das italienische Spezialitätenrestaurant. Wollte ich gerade ansprechen, das ist ja vergrößert worden, ne? Genau, das ist sowohl das The Globe ist vergrößert worden, als auch Venezia, wobei das Venezia tatsächlich mehr Plätze bekommen hat, weil es einfach so beliebt ist. Ne? Das hat jetzt statt 30 vorher, hat es jetzt 50 Plätze, sodass man also auch bei einer Reise die Chance hat, dort öfter mal hinzugehen. Auch wenn natürlich im Hauptrestaurant das Essen auch exzellent ist. Aber das Venezia ist schon einfach ein richtig leckerer Edelitaliener und da möchte man gern öfter hingehen. Also das ist vergrößert worden, es ist jeweils dem Hauptrestaurant, sind so 2 Fenster quasi abgeknapst worden und den beiden Spezialitätenrestaurants zugeschlagen worden. Bei The Globe von Kevin Fehling ist der Raum größer, aber die Anzahl der Plätze ist nicht mehr geworden. Das heißt, der Raum wirkt wirklich viel großzügiger, viel, viel angenehmer, viel lockerer noch die Tische gestellt, als vorhin das bei Dieter Müller war, obwohl es dort auch schon ein schönes Restaurant war. Aber es ist jetzt wirklich noch optisch auch sehr, sehr großzügig geworden. Also da sicher noch mal eine deutliche Verbesserung jetzt, was das Ambiente in dem Restaurant angeht. Was kriegt man da zu futtern in Venezia? Wahrscheinlich Italienisches. Genau, deswegen heißt es Venezia. Also Pizza und Pasta. Nein, also gehobene italienische Küche. Okay, das heißt, mach mal ein Beispiel, was es da so gibt. Ich habe die Speisekarte nicht im Koch. Okay. Im Koch. Im Koch. Der wird sich bedanken, der Koch. Ganz sicher wird er sich bedanken, ja. Nein, also ich gehe davon aus, dass du da, weiß nicht, im Ganzen gegrillte Fisch, ein Vitello Tonato mit einer ganz hohen, sicher tollen Qualität. Also solche Sachen, ne? Also richtig klassische italienische Gerichte, sicher auch ganz feine Pasta-Gerichte. Was du halt kriegst, wenn du auch in München oder in Stuttgart bei einem Edelitaliener gehst, wo also kein Gericht unter 30 Euro kostet. So würde ich mal sagen, auf dem Niveau. Okay. Was ich auch ansprechen möchte, ist das Atrium. Du hast ja da viele Fotos gemacht, da ist ein Klavier mittendrin. Das sieht ja schon sehr beeindruckend aus. Ja, das Atrium ist was ganz Faszinierendes eigentlich auf der Europa, weil ein Schiff in der Größe hat eigentlich großes Atrium. Also oft gar kein Atrium, ja. Weil es auch ein bisschen überflüssig jetzt gemein gesagt. Ne? Auf der Europa fügt sich das, finde ich, sehr, sehr schön ein. Es hat ja auch so ein Lichtschacht klingt jetzt auch so primitiv. Ne? Also entlang der Aufzüge geht es bis ganz oben. Es hat ein Oberlicht, ein Glasdach oben, sodass auch ein bisschen Tageslicht von oben reinfällt. Das wirkt schon recht schön. Das Schöne an dem Atrium ist einfach, dass dort so ein integrierter Bereich, wo du die Aufzüge hast, die da fahren, aber der Aufzugsbereich sehr schön neu gestaltet auch ist mit diesen Lamellenoptik, die das Ganze ein bisschen filigraner machen. Du hast diese Piano-Bar, eben nicht nur das Piano, sondern auch eine Bar dazu. Die Rezeption ist gegenüber. Das ist so ein lebendiger Mittelpunkt von dem Schiff, so ein bisschen. Wobei mir persönlich ja die Gatsby-Bar, so in 20er-Jahres-Stil gemachte Bar, so ein paar Meter weiter, ist mein persönliches Highlight eigentlich. Die ist bei der Renovierung 2015 schon so neu gestaltet worden, war eigentlich dann vor 5 Jahren schon in dem Design, in dem Style, in dem Stil,
in dem die Europa jetzt heute insgesamt ist. Damit haben sie quasi angefangen mit dem Gatsby und ist halt eine richtig tolle Bar mit einem Barkeeper, der sein Handwerk gelernt hat, ne, der nicht das Rezeptbuch unterm Tresen hat und da mal kurz hinschielt, wie mache ich jetzt eigentlich ein Mojito, sondern der schaut dir in die Augen, guckt dich kurz an, stellt dir zwei Fragen und dann macht er dir einen Cocktail und du trinkst den und er passt perfekt. Also eine richtig, richtig tolle Cocktailbar und das mag ich persönlich sehr, sehr gerne, eine Bar mit einem guten Barkeeper, der genau weiß, was er tut. Insofern ist das so mein persönlicher Lieblingsplatz eigentlich. Leider hatte ich diesmal da auch wieder zu wenig Zeit, um dort noch einen Cocktail zu trinken. Ich muss unbedingt mal wieder auf die Europa, fällt mir gerade auf. Du hast auch was zum Thema Gewicht geschrieben, was das Schiff betrifft. Was hast du damit genau gemeint? Ja, es ist eine ganz spannende Sache. Du hast ja ein Schiff hat eine von der Klassifizierungsgesellschaft definierte Maximalgewicht. Also da geht es jetzt nicht um die Bruttoraumzahl, ne, sondern um das tatsächliche Gewicht. Das, was das Schiff wiegen würde, wenn man es auf die Waage stellt. Und das Gewicht von so einem Schiff ist fest definiert und ist deswegen fest, maximale ist deswegen fest definiert, weil es oberhalb dieses Gewichts seine Stabilität nicht mehr behalten würde. Na, das heißt also, man muss aufpassen, dass ein Schiff nicht irgendwann instabil wird, kopflastig wird, oben zu schwer. Und genau diese Gewichtsgrenze hat die Europa erreicht. Das heißt, wenn du jetzt noch was reinrenovieren, irgendwas verändern willst an dem Schiff, dann musst du für alles, was du auf das Schiff an Gewicht draufbringst, irgendwas anderes an Gewicht wieder runternehmen. Und deswegen haben sie ja zum Beispiel auch das Pearls hinten, wobei das, glaube ich, hätte man auch gar nicht anders machen müssen, aber dort jetzt keine großen Stahlbauarbeiten gemacht, das Restaurant nicht irgendwie vergrößert und vielleicht weniger Außenbereiche, mehr Innenbereiche gebaut oder sowas, sondern man hat wirklich den Raum gelassen, wie er war. Auch aus dem Grund, weil du einfach dort nicht noch zusätzlich zwei, drei Stahlwände hättest einziehen können, weil es dann zu schwer geworden wäre. Also das ist dann schon bei einem etwas älteren Schiff, kann das durchaus eine große Herausforderung werden, weil so im Laufe des Lebens, und das trifft jetzt nicht nur auf die Europa zu, sondern auf jedes Schiff, im Laufe des Lebens eines Schiffs baust du natürlich hier noch was ein, du hast in der Küche noch ein zusätzliches Gerät hier und noch einen zusätzlichen Pizzaofen vielleicht da, weil du plötzlich Pizza anbieten willst. Du baust ja neue Fitnessgeräte ein, die vielleicht ein bisschen schwerer sind. Du hast hier noch eine Idee, hast da noch einen Bartresen, den du extra einbaust. Du musst vielleicht auch, weiß ich nicht, aufgrund irgendwelcher veränderten Vorschriften noch irgendwelche zusätzlichen Maschinen im Schornstein, irgendwelche Filter, solche Sachen einbauen. Also so im Laufe der Jahre wird so ein Schiff einfach immer schwerer, weil einfach immer mehr draufkommt. Und irgendwann ist man dann eben an dieser Grenze, dass man sagt, okay, jetzt mehr an Gewicht dürfen wir nicht mehr drauf tun. Und dann wird es eine Herausforderung, Renovierungen zu planen, Umbauarbeiten zu planen, weil du eben schauen musst, dass du dieses Gewicht hältst und nicht noch schwerer werden darfst. Wobei man ja dann auch gucken kann, welche Materialien man verwendet. Und da gibt es ja durchaus Materialien, die leichter sind als andere und dann meistens aber auch teurer sind, ne? Ja, ja, klar. Also ich meine auch Kunststoffmaterialien sind ja schon in der Erprobung, in der Entwicklung. Also auch da kommt vielleicht auch noch eine größere Revolution in der Schifffahrt irgendwann, dass man von dem Stahl oder von dem Aluminium wegkommt und vielleicht im Kunststoff mehr machen kann. Aber letztendlich wiegt auch leichtes Material, wiegt etwas. Das heißt, du musst immer etwas runternehmen, um was Neues drauf tun zu können. Insofern ganz spannend eigentlich. Aber gut. In dem Fall eher so ein Randaspekt. Ne? Das Schiff ist inzwischen wieder unterwegs auf dem Meer und wir werden jetzt nicht aufzählen, wo es jetzt gerade unterwegs ist, weil das gibt es ja Internetseiten. Es wäre bei der Europa auch so ein bisschen müßig, weil die Europa ist wirklich in der ganzen Welt unterwegs. Das wollte ich sagen. Die wiederholt ja kaum eine Route, eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Die fährt vor allem auch in kleinere Häfen, ne? Ja, das ist ja ein kleines Schiff, genau. 400 Passagiere. Die kann ganz, ganz viele sehr schöne Häfen anlaufen, also knapp 200 Meter lang ja nur. Also wirklich ein sehr, sehr schnuckeliges Schiff, was auch ja, tollste Routen macht. Keine Frage. Ich hatte ja mal gesagt in irgendeiner Folge, ich freue mich über jede Postkarte. Wir bekommen immer noch ganz, ganz viele Postkarten, nämlich von einem jungen Mann, ne, den wir auch persönlich mal kennengelernt haben. Volker, ganz, ganz genau. Lieben Dank. Wir freuen uns riesig jedes Mal. Ja, vor allem, ich kriege jetzt wirklich Postkarten aus aller Welt. Ja, also es ist toll. Ich lerne die Welt ganz neu kennen über Postkarten. Ja, ich bin wirklich begeistert. Also Volker, mach weiter. Wir bekommen also wirklich zwei, drei Postkarten manchmal pro Woche zugeschickt und ich freue mich wirklich über jede einzelne. Wobei, ich habe jetzt auch eine bekommen aus Warnemünde. Da waren auch Hörer von uns unterwegs, sind da aufs Schiff aufgestiegen. Und das Lustige ist, ich bin in ein paar Tagen in Warnemünde. Ich verrate noch nicht, warum.
Das werde ich ein andermal verraten. Aber ich werde demnächst nach Rostock reisen und ja, mehr verrate ich einfach noch nicht. Und dann habe ich mich eben gefreut, da war nämlich ein Foto und ein Luftbild von dem Hafen. Und dieser Hafen ist sowieso für mich was Besonderes, weil als ich selber gearbeitet habe, war das mein Beginn, also mein Aufstiegshafen. Und ich bin dort auch schon mal zu einer Kreuzfahrt gestartet, also für mich ein ganz besonderer Hafen. Insofern habe ich mich da sehr über die Postkarte gefreut. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr, wer das mir geschickt hat. Es war ein Ehepaar oder ein Paar. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn Sie uns auch Postkarten schicken wollen, immer her damit. Ich freue mich über jede. Und wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, können Sie das auch tun. Alle Infos dazu auf der Website cruisetricks.de. Und jetzt schon mal vielleicht ein kleiner Hinweis. In nächster Zeit wird alles ein bisschen eng, was die Produktion dieses Podcasts betrifft. Also sollte mal eine Folge nicht am Mittwoch erscheinen, sondern vielleicht am Donnerstag oder Freitag oder gar erst am Samstag, bitte nehmen Sie es uns nicht krumm. Wir tun, was wir können, aber es ist wahnsinnig schwierig, jetzt die nächsten Wochen zu produzieren. Der November ist einfach irrsinnig. Also ich glaube, ich habe 6 oder 7 mehr oder weniger lange, kurze Reisen nur im November bis Anfang Dezember. Und ich bin fast nicht da und da muss ja Rom ja auch noch Zeit haben und zwischendrin müssen wir schneiden und wenn es geschnitten ist, muss ich es auch noch online nehmen. Also das wird eine echte Herausforderung. Wir haben einen Plan gemacht, mit dem wir klarkommen, glaube ich. Ich glaube, wir haben bis Februar gerade vorausgeplant. Um unsere Termine auf die Reihe zu kriegen. Aber wenn da was dazwischen kommt, was schief geht, könnte es sein, dass eine Folge einfach mal ein bisschen verspätet kommt. Also nehmen Sie es nicht übel. Es könnte passieren, ich hoffe nicht. Aber wenn doch, dann bitte nicht wundern. Genau. Und jetzt ist die Musik aus. Tschüss, Franz. Wir tun unser Bestes. Ciao. Servus.